NBA 2K23 ist ab heute vorbestellbar und da stellt sich natürlich immer die Frage, welche Edition für wen am besten geeignet ist. Und da gehen wir jetzt direkt über alle Editionen drüber. Ich schaue mir das jetzt hier im PlayStation Store an. Das gleiche gilt natürlich auch für die Xbox, dass sie natürlich auch dieselben Dinge in den jeweiligen Editionen enthalten. Starten wir mit der Standard-Edition und die enthält das übliche an Vorbestellervorteilen, die das normalerweise auch jedes Spiel enthält, so halt so Kleinigkeiten. Die für die PS5 kostet 80 Euro und enthält 5000 VC und 5000 My Team Points, 10 My Team Promo Packs und My Career Skill Boost, also halt so Kleinigkeiten. Warum sich diese aus meiner Sicht aber gar nicht lohnt, dazu kommen wir gleich. Machen wir weiter mit der nächsten Edition, und das ist die Michael Jordan Edition. Die enthält sowohl NBA 2K23 für die PS4 als auch für die PS5, also direkt die Current Gen und die Next Gen Version. Ich gehe mal davon aus, dass dann wieder VC und My Team Speicherstand übertragbar sein werden, also es wird kein Problem sein. Und ja, die enthält 100.000 VC, klingt erstmal recht viel, ist aber dann doch recht schnell aufgebraucht. 23 My Team Promo Packs können am Anfang einem echt weiterhelfen, könnte man 1-2 gute Karten rausziehen, ist ein bisschen mehr als bei der Standard-Edition jedenfalls. 10.000 My Team Points, also ein bisschen mehr, kann man sich aber auch innerhalb einer Stunde locker spielen, und 10 My Team Token ist jetzt auch sowas, was einem jetzt nicht so lang weiterhilft. Einen Diamant-Jordan-Schuh, ja, und dann noch eine Ubin-Coach-Karte kann einem vielleicht auch weiterhelfen. Und noch so ein paar MyTeam-Karten, die einem auch am Anfang weiterhelfen können. Aber hauptsächlich würde ich da die 100.000 VC als Vorteil sehen. Dann kommen wir zur Championship Edition. Die enthält auch NBA 2K23 sowohl für die Current Gen als auch für die Next Gen, also beide Versionen. Und sie enthält praktisch dasselbe wie die Michael Jordan Edition, außer es gibt einen 10%igen XP Boost auf den Saisonfortschritt. Da weiß ich jetzt aber nicht so, ob das jetzt für alle Seasons gilt, weil das wäre schon echt overpowered, oder nur für die allererste Season. Und ein 12-monatiges NBA League Pass Abo. Und das bedeutet, wenn ihr euch den NBA League Pass holen wollt und eigentlich fast kein Interesse an NBA 2K hättet, dann ist trotzdem diese Version einfach günstiger als der NBA League Pass. Also auf jeden Fall könnt ihr euch die Version holen, wenn ihr euch den NBA League Pass holen wollt. Die nächste Edition ist die Digital Deluxe Edition und die enthält praktisch dasselbe wie die Michael Jordan Edition, bis auf den einen kleinen Unterschied, dass sie die 100.000 VC nicht enthält und dadurch ist sie eben 15 Euro günstiger und kostet 85 Euro. Und jetzt seht ihr auch, warum sich eigentlich die andere Edition, die Standard-Edition, vor allem bei der PS5 nicht lohnt, weil man zahlt nur 5 Euro drauf und kriegt dadurch die PS4-Version dazu und noch so ein paar Kleinigkeiten. Also wirklich da nicht dann noch die 5 Euro auszugeben. Dann, wenn man eh schon 80 Euro da ausgibt, könnte ich jetzt nicht so ganz verstehen. Vor allem, weil es noch relativ viele Spiele auf der PS4 gibt, sollte man dann sich auch die PS4-Version aus meiner Sicht dazu kaufen. Und zu guter Letzt gibt's noch die Standard-Edition für die PS4. Die lohnt sich vor allem für die Leute, die während des Jahres keine PS5 sich holen wollen. Allerdings muss man sagen, dass die Current-Gen-Version sich nicht groß verändern wird, höchstwahrscheinlich zu NBA 2K22. Und sie enthält jetzt praktisch dasselbe wie die Standard-Edition der PS5. Nur eben, es ist halt die PS4-Version und man kriegt das Current-Gen-Spiel.
Ich werde mir wahrscheinlich die Digital Deluxe Edition holen, weil die 100k VC, man zahlt 15 Euro drauf. Aber ich finde, die 100k VC, die werden auch so schnell weg. Die kann man sich eigentlich auch relativ schnell spielen. Deswegen lohnt sich diese Version meiner Meinung nach nicht. Und die Standard Edition, da habe ich ja gerade schon den Grund genannt, warum die jetzt nicht so viel Sinn ergeben. Und die Championship Edition, eben für Leute, die sich den NBA League Pass holen wollen, natürlich die beste Edition. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, welche Edition ihr euch holen werdet. Und wenn ihr jetzt noch mehr NBA 2K23 News haben wollt, dann klickt auf das Video links oben und bis zum nächsten Mal.